Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu For the People und der Dienstagspolitik mit der großartigen Romy Höhne. Und dem wunderbaren André Ach. Lampe. Vielen Dank. Es ist total schön, dich zu sehen diese Woche. Ja, gleichfalls. Gleichfalls, Romy. Es freut mich auch total. Und ich habe mich auch sehr auf heute gefreut. Das ist eine willkommene Entspannung, ein bisschen zu zocken und ein bisschen in sich in unseren eigenen Köpfen zu verlieren. Das ist ja auch irgendwie. Aber ich versuche auch den Tipp von letzter Woche, vom letzten Stream zu beherzigen. Oder den Vorschlag. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Edelhack, der gesagt hat, Leute, bleibt mal ein bisschen, also versucht mal mehr aus dem Bauch raus zu entscheiden und nicht so viel zu theoretisieren. Finde ich ganz gut. Er ging so, also ich weiß gar nicht, ob das das Theoretisieren war. Ich glaube, es war eher so dieses, er hört auf zu konstruieren. Also hier passieren total viele Dinge, von denen ihr nur vermutet, dass sie passieren. Ihr wisst es ja aber gar nicht. Insofern entscheidet vielleicht eher danach, was ihr wisst und nicht, was ihr vermutet. Ja, ich habe auch vor, das in der Richtung zu beherzigen. So, ich wollte heute auf jeden Fall nochmal Hallo sagen, alle, die zum ersten Mal in irgendeiner Form hier hineinschneien. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir machen die Dienstagspolitik. Die Dienstagspolitik ist ein Format, was Romy und ich gemacht haben. Romy ist die wundervolle Politikwissenschaftlerin hier im Bunde. Ich bin André und ich bin Physiker und Biochemiker. Und wir spielen Spiele mit politischen Inhalten, könnte man sagen. Angefangen haben wir mit Democracy 3, dann Democracy 4. Jetzt spielen wir For the People, wo wir die Stadtführung innehaben als Protagonist. In dieser grafischen Novel könnte man sagen, in einem totalitären System. Und es ist spannend, genau. Das machen wir hier. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, da wo wir zuletzt stehen geblieben sind, nämlich beim Tagesabschluss vom 12. Sep 20. September. Am 12. September haben wir erst dieses Amt übernommen, oder am 13. Am 12., glaube ich, ja. Also ich glaube, so 2, 3 Arbeitstage können wir pro Nacht schaffen. Na, wir gucken mal, was auf uns eingestürzt kommt. Also erstmal den Tagesabschluss. Ergebnisse des 20. September. Wir haben 10 von unserem Geld ausgegeben, 10.000 besser gesagt. Wir haben jetzt noch 21k, also 1.000. Wir haben 20 Zustimmungen bei der Partei. Sehr gut. Ja, hallo. Es geht wieder aufwärts, würde ich sagen. Und wir haben hier nichts Total. verloren und Wolframbezirk ist hochgekommen. Guter Arbeitstag. Das ist doch mal. Ja, also letztes Mal hatte ich auch echt ein gutes Gefühl. Und es hat sich anscheinend bestätigt. Dann machen wir mal weiter. Francis, Jack Chester, Direktor des Klaus Wolfram Hüttenwerks, möchte sich mit Ihnen treffen. Was möchte er denn? Hat er das nicht gesagt? Nein, er hat sich nicht einmal einen Termin geholt. Eigenartig. Nun gut, möge er hereinkommen. Aha. Die Chesters. Guten Tag, Genosse Weber. Guten Tag, Genosse Chester. Ah, ich weiß, Genosse Weber, dass Sie abgelehnt haben, mit meinem Sohn zusammenzuarbeiten. Das betrübt mich natürlich sehr. Allerdings möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, alles wieder ins Lot zu bringen. Ich habe alles im Griff, Genosse Chester. Sind Sie wirklich dieser Meinung? Unter den Angestellten reift ein echter Aufstand heran. Sinnlos und gnadenlos. Und hinter all Ihren Problemen steht nur noch ein Mensch. Jack Reed. Nehmen wir an, dass Genosse Reed wirklich für Unruhe sorgt. Was haben Sie damit zu tun? Und auf welche Weise könnten Sie mir helfen? Helfen? Ich befürchte zurzeit überhaupt nicht, sonst hätte ich dieses Problem schon selbst gelöst.
Ich habe damit direkt zu tun, denn die gesellschaftliche Unruhe, die er initiiert, bedroht meine Interessen. Erklären Sie, Genosse Chester. Die Angestellten wollen auf eine Abschaffung der neuen Krankenversicherung hinaus. Ich denke, ich brauche nicht zu erklären, dass Genosse Beckett und ich mit der entstandenen Situation äußerst unzufrieden sind. Außerdem möchte Reed meine Stelle. Und ich kann das nicht zulassen. Und wenn Sie mir helfen, ihn loszuwerden, dann kann ich im Krankenversicherungssystem Nutzen für Sie finden, Genosse Weber. So. Na endlich. Na endlich. Hallo. Wissen wir mal, was da los ist. Hallöchen, ey. Also für den Hintergrund. Ich versuche das mal zusammenzufassen und korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle. Jack Chester bezieht sich auf seinen Sohn. Sein Sohn ist der Leiter der Miliz bzw. der AIS-Abteilung für innere Sicherheit. Also quasi Polizei und Geheimdienst in irgendeiner Form verschwurbelt. Aber wir haben noch eine politische Abteilung, die ist davon losgelöst. Sein Sohn leitet die Miliz oder AIS. Und der ist auf uns zugekommen, hat gesagt, er möchte gerne für die Miliz auch das Krankenversicherungssystem. Und wir haben gesagt, nö, wir wollen uns das erstmal angucken, ob das wirklich so ist. Und er hat gesagt, bezeichnet sie mich als Lügner und ist rausgegangen, total angepisst. Und er kommt jetzt und sagt, die Arbeiter proben den Aufstand und bezieht sich auf den Gewerkschaftsvorsitzenden, der an seinen Posten will, was ehrlich gesagt ich durchaus verlockend finde. Und Beckett ist der Leiter der Klinik, der das mit der Krankenversicherung angeschoben hat. Und ganz offensichtlich ist die Krankenversicherung nicht für das werktätige Volk, sondern ganz für die Leute, die das Krankenhaus führen, Beckett, und die Familie Chester, die Schlüsselposition in dieser Stadt einnimmt. Der Vater, Leiter, Direktor des Wolfram-Hüttenwerks, der Sohn, Leiter der AIS, die Frau vom Sohn leitet die Zeitung. Richtig. Also das mit der Krankenversicherung, das finde ich... Insofern würde ich das, finde ich nicht, sondern würde ich insofern noch ergänzen, dass es ja innerhalb der Gesamtbevölkerung unserer wunderbaren Kommune, die wir da leiten sollen, die einzigen, die diese Krankenversicherung haben, die Mitarbeiter dieses Hüttenwerks sind. Ja. Heißt also, alle anderen denken, die Leute vom Hüttenwerk, die haben was, was wir nicht haben, quasi erster Keil in der Gesellschaft. Ja. Was aber nicht nach außen kommuniziert wird, ist, dass die Hüttenarbeiter von dieser Krankenversicherung überhaupt nichts haben. Weil es, das sind zumindest momentan die Indizien, vielleicht kommen wir noch dahin, weil es eigentlich eher weniger eine Krankenversicherung als ein Selbstbedienungsladen für einige Leute in unserer Kommune ist. Ja. Und das ist alles furchtbar. Ich wollte gerade noch was sagen. Ach, entschuldige bitte. Verrückt. Also es ist überhaupt nicht schlimm, das passiert mir immer wieder, da war der Gedanke wieder weg. Aber ich kann ja einfach noch weiter guten Tag sagen. Nein, warte. Krankenversicherung gilt nur für einen Teil der Bevölkerung, Selbstbedienungsladen, aber wir wissen es nicht. Wir haben momentan die Ermittlungen, die laufen ja noch von irgendwem. Ja. Dagegen. Ach genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Und ich glaube mich zu erinnern, dass einer der Hauptgründe in der letzten Woche oder am letzten Arbeitstag für diesen Positivteil bei der Partei war. Ich mache irgendwann noch einen Satz draus. Also der hauptausschlaggebende Punkt dafür, dass es auf einmal bei der Partei so aufwärts ging, bei der Parteienzustimmung, war, dass wir uns auf die Seite der Gewerkschaft gestellt haben. Ja. Weil wir, das kann man ja alles mit der Idee dieser Partei auch argumentieren. Ja. Was hier gerade augenscheinlich passiert, ist, dass innerhalb dieses totalitären Staates ein korruptes System entstanden ist, was sich nicht mehr gegenseitig kontrollieren kann. Ja. Also wir haben sozusagen zwei Probleme auf einen Haufen. ja, also erstmal totalitärer Staat, wo wir eventuell nicht so wirklich viel dran ändern können, aber an der Kacke, die wir hier in der Stadt haben, können wir was ändern. Und Jetzt spekuliere ich doch noch ein einziges Mal, bevor wir wahrscheinlich darüber reden, ob wir es annehmen oder ablehnen. Ja. Gesetzt dem Falle, dass unser Vorgänger
geschasst worden ist, weil die Partei gemerkt hat, dass es dieses Problem gibt und wir hier aufräumen sollen, dann, damit leite ich ein, wäre es wahrscheinlich im Sinne der Partei und möglicherweise auch im Sinne unserer Bevölkerung, den Vorschlag, den er uns da unterbreitet, abzulehnen und uns nicht bestechen zu lassen. Ich will hier gar nicht auch groß rumtheoretisieren. Wir haben mehrfach Indizien, dass die Belegschaft des Hüttenwerkes die Krankenversicherung nicht will, weil sie keinen Vorteil davon hat. Dass das alte System besser war. Und jetzt kommt der Chef des Hüttenwerks und sagt mir, können wir bitte den Gewerkschaftsfunktionär loswerden? Und es soll nicht zu deinem Nachteil sein. Ich glaube, es hackt. Aber was uns ganz, worüber wir uns klar sein müssen, ist, so deutlich, wie er hier spricht, wenn wir das tun, ist plötzlich die AIS nicht mehr auf unserer Seite. Würde ich jetzt, also ich würde sagen, dass dieser Scheideweg jetzt gerade offen ist, dass die AIS nicht mehr auf unserer Seite ist. Das Gleiche bei dem einzigen Medium, was wir haben. Also die Zeitung findet uns auch nicht mehr gut. Das heißt, wir kriegen nur noch schlechte Publicity. Und soweit ich weiß, haben wir keine Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, um irgendwas dagegen zu tun. Wir haben aber in einem totalitären System andere Wege. Das ist genau der nächste interessante Punkt. Ja, die Miliz mag uns dann nicht mehr mögen und möglicherweise auch die Zeitung nicht, aber wir haben ja noch unsere Freunde von außerhalb, ja, die ja die politische Abteilung und auch noch unseren ehemaligen Lehrer, der jetzt was auch immer für die Partei ermittelt. Ja, ja. Weil was der genau machen soll, hat er ja immer noch nicht erzählt. Nee. Nee. Also er hat sich aus seinem Ruhestand irgendwie bereit erklärt, da Dinge zu tun, aber ich würde sagen, da steckt auch noch ein klein wenig mehr dahinter, dass der plötzlich auftauchte. Tja. Also ich bin für Vorschlag ablehnen und finde es ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt, nachdem wir letzte Woche auch geäußert haben, wie wenig wir diesen beiden Herren vertrauen, dass unsere Entscheidung möglicherweise dazu führen wird, dass wir uns mit der politischen Abteilung und mit dem unserem alten Lehrmeister Inger befassen müssen. Ja. Ja. Ja, aber wir werden den Vorschlag ablehnen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie er reagiert. Ich auch. Ah. Ich kann selbst mit Reed fertig werden, Genosse Chester, und ihre Andeutungen passen mir nicht. Alles Gute. Es gefällt mir. Bedauerlich, das hören zu müssen, Genosse River. Auf Wiedersehen. Okay. Ja, ist übrigens gerade ein schöner Kommentar von Horsti. Ich dachte, die Politik hat auch viel mit dem kleineren Übel zu tun. Naja, klar, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, nimmt man das, was am wenigsten schadet. Und was man tatsächlich umsetzen kann. Da sind wir bei Keep it short and simple. Das Problem dabei ist, wenn man nicht viel Zeit dafür hat, das auseinander zu klamüsern und Leute zu beteiligen. Und naja, dann wird es halt manchmal trotzdem früher. Ja, kleineres Übel. Wir haben einen vollen Schreibtisch am 21. September. Wir haben eine Zeitung, wir haben wieder Post, wir haben Briefe, wir haben unsere Karte und wir haben Ressourcen. Ich würde, wir haben uns jetzt irgendwie schon einen Rhythmus angewöhnt, nämlich, dass wir als erstes auf die Ressourcen gucken. Ich bin voll dabei. Ich würde auch gerne wissen, was das jetzt mit dieser 50 da auf sich hat und was da jetzt heute passiert. Ja. Hier oben steht nix. Wir haben nicht genug geliefert, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Hier oben steht nichts mehr. Also, gucken wir. Wir produzieren demnächst 32. So, wir gehen diese Nummern hier durch. Ach so, eine Sache für euch im Stream und auch für die Menschen auf YouTube, die das nachher gucken. Hinter unseren Bildern, das könnt ihr hier vielleicht noch so im Anschnitt sehen,
sind die Zustimmungen der einzelnen Bezirke, Bergleutebezirk, Wolframbezirk, Oljuf-Bezirk und Basarbezirk, die sind im Moment unverändert. Wenn ich hier hochgehe mit dem Betriebsmodus unserer Fabrik, wo wir dann mehr produzieren von dem Stahl oder weiß ich nicht, was wir machen, ne? Hier jetzt 48, da oben auch, dann ist ein kleiner Pfeil hinter den Zustimmungen. Das heißt, wenn wir den Betriebsmodus hochfahren, gehen die Zustimmungen runter. Das ist mir jetzt neulich aufgefallen, dass ihr das gar nicht sehen könnt. Deswegen dachte ich, sage ich es einmal kurz. Aber ich sehe im Moment, also ich würde jetzt einfach mal hier unten gucken, wo wir Sachen, also wo wir Zeug erfüllen können. Wir haben im Moment nur 15 auf Lager. Also, ich mache mal hier 3. Dann sind wir da oben auf schwarz oder auf grün. Hier muss ich auch 3 machen. Da sind wir bei Öl, dann auf 0 demnächst. Hier muss ich 6 reinstecken für Medikamente. Dann haben wir noch 2 über. Und hier unten, hier haben wir 3 auf Halde gelegt. Also wir haben 3 ins Lager geschafft, letzte Runde. Sodass hier noch 3 sind. Das ist ganz zauberhaft. Und hier kann ich die letzten 3 reintun. Und dann sind wir hier immer noch im Negativen. Ah, nicht schön. Ich jongliere mal ein bisschen. Nee, da, hier können wir keinen abziehen. Wie sieht es aus mit Medikamenten? Aber was wollen wir machen? Also wir können jetzt noch den Betriebsmodus hochstellen, das wieder dazu führen wird, dass uns die Einwohner nicht mehr so sehr mögen. Ja, aber dann auch erst nächste Runde. Es gibt jede Menge Werkzeug. Das heißt, wir können hier aus Eisen 1 auch nichts, aus Eisen 2 auch nichts rausziehen, weil wir könnten mit einer Produktion, die geringer ist als 32, leben. Mhm. Ja. Was wir machen könnten, wäre bei Medikamenten auf 0 kommen, sodass wir bei den Verbrauchsgütern auf 0 kommen. So, ausgeglichen. Und vielleicht als Tipp für uns, dass wenn wir eine Überproduktion haben und das in ein anderes Lager verfrachten, dass wir vielleicht einfach immer nur 1 auf Halde stellen und nicht 3. Ja, ja. Oder vielleicht 2, also je nachdem, wie viel wir haben. Ja. Wenn wir Sachen einlagern, nicht den vollen Betrag, besonders nicht bei den Werkzeugen. Ich versuche mir das zu merken. Ja, aber so haben wir es, oder? Ja. Ich würde jetzt den Betriebsmodus nicht, wenn ich ihn hochfahre auf Intensiv, könnten wir uns leisten. Ich weiß nur nicht, wofür. Für die Zukunft natürlich. Ja, für die Zukunft natürlich. Ich würde jetzt sagen, lass uns das mal noch eine Runde sein lassen. Ja. Okay, dann haben wir das. Ressourcenmanagement geregelt. Womit wollen wir anfangen? Mit dem Brief von Herrn Traube, mit der Karte oder mit den Beschwerden? Romy. Mit der Karte, bitte. Mit der Karte? Achso, und die Zeitung hätten wir auch noch. Ja, die zum Entspannen für zwischendurch. Alles klar. So, einmal haben wir hier die Miliz. Ich glaube, das war der Agentenauftrag vom letzten Mal, wo wir die Chesters überwacht haben. Ah ja. Chester. Der Agent konnte herausfinden, dass sich die Chesters oft in ihrem Haus versammeln, was eigentlich erstaunlich ist für so eine große und beschäftigte Familie. Noch erstaunlicher ist jedoch, dass fast immer bei ihren Treffen Carl Beckett anwesend ist. Finde ich gar nicht erstaunlich. Ein voller Erfolg. Ihr Agent machte sich daran, diejenigen zu suchen, die mit der Familie Chester unzufrieden waren, in der Hoffnung, von ihnen die benötigten Informationen bekommen. Benötigten Informationen zu bekommen. Okay. Wir haben 2 Optionen und müssen wieder einen Agenten losschicken. Eine Option, wir müssen sie irgendwie heimlich abhören. Es muss doch eine Methode geben, oder? Ich denke, dass die werte Familie nicht ohne Haushälterin leben kann. Wahrscheinlich weiß die etwas.
Ich finde, dass das ruft ganz stark nach, wir müssen irgendwie abhören können, es muss doch eine Methode geben und wir haben hier John Overton, der sich mit sowas auskennt. Nämlich, richtig, Kenterer geboren. Wir haben die letzten Runden immer darauf gewartet, wann und wie wir ihn mal gut einsetzen können. Und ich finde, das ist wirklich ein guter Ansatz. Und von denen, um zumindest es kurz angemerkt zu haben, bei der zweiten Variante, die Haushälterin zu befragen, haben wir einfach, glaube ich, niemanden, der gerade frei ist und der keine Gewalt anwenden wird. Wobei die junge Frau, glaube ich, noch. Aber das ist... Nee, das fühlt sich, das ist zu gefährlich. Die Haushälterin wird wahrscheinlich auch einen Vorteil haben, bei den Chesters zu arbeiten. Die wird das nicht einfach so verraten für das Wohl der Gesellschaft, wenn es ihr gerade gut geht. Oder sie hätte einen Nachteil, wenn es rauskommt, dass sie verraten hat. Ja, genau. Also ich bin auch für diese erste Variante und um Horsky zu zitieren, ein Fall für den Hacker. Ein Fall für den Hacker, John Overton. Okay, dann schicken wir ihn mal los. Und wir haben Zirkus. Aha. Hallo. Bestechender. Auf dem Ihnen unterstellten Gebiet ist eine Art Vorfall eingetreten. Eine Art Vorfall. Genosse Martin Müller, Leiter der didaktischen Abteilung von BPR, hatte Eisen 1 aus persönlichen Gründen besucht und sich eine schwere Lebensmittelvergiftung zugezogen. Jetzt ist seine Gesundheit nicht mehr bedroht, was ihn nicht vor der Verantwortung befreit, die damit verbunden ist, Vorfälle solcher Art im Vorfeld zu unterbinden. Die besonderen Umstände müssen jedoch Berücksichtigung finden. Müller ist davon überzeugt, dass er sich mit Fisch aus dem Geschäft Gaben des Meeres vergiftet hat. Dieses private Geschäft gehört dem Genossen Jack Lowell. Selbstverständlich hat er alle notwendigen Überprüfungen durchlaufen und eine offizielle Genehmigung zur Eröffnung des Geschäfts erhalten. Auf diese Weise ist jede offizielle Sanktion ein Schlag für die Reputation des ADR-Programms. Das können wir nicht zulassen. Lowell muss Gaben des Meeres aus eigenem Willen schließen. Wir wünschen Erfolg. Okay, er muss das schließen. Oh Gott. Okay, der Auftrag ist also klar. Da ist nichts mit, wir sehen das irgendwie anders und wir würden das anders handhaben. Ja, und, ja. Ja, also erstmal, um mal das Positive herauszuheben, unsere Entscheidung, dass wir Privatwirtschaft auf unserem Gebiet zulassen, war also die richtige. Ja. Dummerweise ist jetzt einer dieser Unternehmer, in dem Fall der Restaurantbesitzer, in Verruf geraten, weil irgendwer sich eine Lebensmittelvergiftung bei ihm zugezogen hat. Und jetzt sollen wir ihn dazu zwingen, auf welche Art auch immer, seinen Laden zuzumachen. Ja. Okay. Also schon bei dem ersten, warum sollen wir ihn in die Enge treiben? Tja, also wenn der Funktionär, ne, also ich sag jetzt mal, wenn der Funktionär, der da vergiftet wurde, recht hat, damit, dass das Absicht war oder dass der Laden unsauber arbeitet, dann können wir halt das instrumentalisieren unter dem Deckmäntelchen, ne? Wir müssen ihm ja nicht sagen, hör mal zu, die Partei sagt jetzt, weil da gab es diesen Vorfall, du machst jetzt dich, du Arsch. Sondern man kann halt auch sagen, wir haben uns alles genau angeguckt. Das hier ist keine Hygienebestimmung und bla bla bla. Weißt du, dann, wenn wir können es ihnen dann in die Enge treiben, wenn wir belasten, wenn wir, also im Prinzip ist die erste Option, mehr belastendes Material anhäufen. Mhm. Oder fingieren. So verstehe ich das jetzt. Also es macht irgendwie Sinn. Also das ist eher so versuchen, sich herumzuschlängeln. Und die dritte Option ist direkt. Und die zweite Option halte ich, glaube ich, nicht wirklich viel von. Weil, also ich würde es nicht verstehen. Das kommt drauf an, wer mit ihm redet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dieser alte Geheimdienst-Haudegen links oben mit ihm redet und ihm sozusagen die gesamte Tragweite des Problems darlegt, dass das schon durchaus funktionieren kann. Ja. Das geht jetzt hier gerade in so eine Pest- oder Cholera
Richtung. Ich habe keine Ahnung, was hier richtig ist. Also ich tendiere zu 2, kann aber nachvollziehen, dass es auch wirklich schwierig ist, einfach jemandem das Geschäft zuzumachen, weil die Partei es sagt. Und wenn wir wenigstens die Möglichkeit hätten, ihm, was weiß ich, die Lebensmittelkontrolle auf den Hals zu hetzen oder die Steuerbehörde oder irgendwas, dann hätten wir ja irgendeine Handhabe. Aber haben wir halt nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn entweder mit Gewalt zu drohen, ihm eindrücklich zu erklären, warum das jetzt hier gerade Blödsinn ist und warum er seinen Laden dicht machen muss. Ja, mehr ist nicht. Ich bin auch echt total hin und her gerissen, was ich hiervon jetzt gut finden soll. Tatsächlich halte ich von der zweiten Option gar nichts. Nicht aus dem Grund, dass sie nicht gut klingt für meine Ohren, sondern aus den Erfahrungen, die wir bisher immer hatten. Wir sollen es verdeckt machen, aber im Prinzip sollen wir hier Anweisungen der Partei ausführen. In den meisten anderen Fällen haben wir ein bisschen mehr Wiggle Room, Möglichkeit zu gestalten. Hier nicht so. Jedes Mal, wenn wir versucht haben, die sanfte Variante zu wählen, sind wir auf die eine oder andere Art und Weise gescheitert. Und tatsächlich bin ich jetzt gerade so, ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich finde, das ist gerade so ein interessanter, also ich versuche gerade nebenbei noch Selbstreflexion zu betreiben. Das ist aber nicht so einfach. Dass ich dazu tendiere, Option 3 zu wählen, weil wir sind in einem totalitären Staat. Und wenn die Partei das möchte, bin ich geneigt dazu, jetzt gerade den Wunsch auch mit Nachdruck durchzusetzen, weil wir gerade quasi Sturm reiten gegen die Chesters und wir werden alle Hilfe der Partei brauchen. Und so bin ich gerade, es ist quasi so ein wenig, also wie ich es intern bei mir rechtfertige, das ist jetzt ein Bauernopfer für unser größeres Spiel, dass wir hier hart und schnell vorgehen müssen, um die Partei, was das angeht, entgegenzukommen. Ja, schön, dass wir das Spiel zu zweit spielen und ja. Dann sozusagen der moralische Gegenpart dazu bin an der Stelle. Ja, ja. Ich kann auch diesen Reflex total gut nachvollziehen. Irgendwie zu sagen, jetzt komm, jetzt lass uns das hier einfach schnell wegkriegen. Das ist nur diese eine Person. Das schadet doch nichts. Es geht ja um das große Ganze. Wir brauchen die ja noch für ne. Es klingt auch schon furchtbar, wenn du das auf diese Art und Weise zusammenfasst. Das tut mir leid. Nein. Also es klingt für mich furchtbar. Jetzt wird mir auch erst bewusst, wie schlimm das tatsächlich auch für klingt, weil ich habe es jetzt von dir gehört und wenn ich das gegen mein internes Wertesystem spiegle, so wie du das gerade zusammengefasst hast, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es doof. Aber das war, als ich es nur im Kopf hatte, bevor ich es dir erklärt habe, nicht so, dass ich es doof fand. Ja, das ist halt ganz häufig so. Und ja. In dem Moment, wo, also solange man das in seinem Kopf hat, passiert das irgendwie in seinem eigenen Raster und dann funktioniert das auch alles. Also dann kann man sich auch 5 Informationen nehmen und die ergeben dann auch alle Sinn miteinander. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wo ist dein Reflexionspunkt? Also wo setzt du bei dir selber an und sagst, Moment, ich muss jetzt hier nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Und du hast es gerade sehr schön beschrieben mit deinem inneren Wertesystem. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war, nochmal zurückzugeben, was ich gehört habe. Mhm. Du hättest auch sagen können, nee, so meine ich das nicht. Ja. Und das wäre dann auch so, ja, okay, dann habe ich es einfach falsch verstanden. Auch alles gut. Aber in dem Moment war es halt einfach nur so, dass durch diesen kommunikativen Spiegel du es nochmal gehört hast und damit hat bei dir die Reflexion nochmal angefangen. Oder nochmal neu angefangen. Mhm. Und schon kommst du zu einem anderen Ergebnis. Ja. Möglicherweise. Weiß ja noch nicht, ob du zu einem anderen Ergebnis kommst. Ja, also hui. Aber du hast gesagt, du führst jetzt die moralische Seite der Geschichte ins Feld und die würde ich jetzt tatsächlich gerne hören. Genau. Da war ja noch was. Inhalt. Ich würde gerne noch zu Punkt 1 kommen. Ja. Ich würde Punkt 1 vorschlagen.
einerseits ist, also das ist auch im Sinne des moralischen Wertesystems, ja, um das jetzt nochmal voranzustellen, finde ich das auch ein bisschen komisch, dass wir jetzt einfach irgendeinen Agenten losschicken, der völlig andachtslos, also ohne Anlass, diesem Typen da hinterherläuft und versucht, irgendwas zu finden, was der falsch gemacht hat. Mit dem festgesetzten Ziel, ihn damit in die Enge zu treiben. Genau. Das heißt, wir verzögern die Lösung des Problems erstmal nur. Ja. Wir tun etwas. Also die Partei kann auch nicht sagen, dass wir nichts machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Fehler machen, ist relativ hoch, weil es niemanden, ich behaupte ich jetzt einfach mal so, es gibt keine Menschen, die keine Fehler machen. Mhm. Und insofern kann es durchaus sein, dass diese Person auch Fehler in Bezug auf Beruf oder was auch immer macht, weil totalitärer Staat, irgendwas macht man da ganz sicher falsch. Und wenn man mit der falschen Person redet. Von daher, die finden schon irgendwas. Und dann können wir überlegen, wie wir drauf reagieren. Aber ich finde das immer noch besser, als ihn von vornherein zusammenzuschlagen und ihm den kompletten die Grundlage zu nehmen. Also da gehen wir ja noch einen Schritt drüber hinaus. Wir zerstören nicht nur das Geschäft, sondern wir zerstören Menschen und haben die Menschenwürde einfach mal kurz unter den Teppich gekehrt. Aber bei dem ersten Teil finde ich auch schon. Allerdings kommt es dann darauf an, welche Sanktionen wir haben. Vielleicht ist es auch alles nicht so dramatisch und wir können uns dann immer noch mal neu entscheiden. Und wenn sie nichts finden, wird uns dieses Problem wahrscheinlich morgen oder übermorgen noch mal begegnen. Ja. Die Anweisung der Partei ist ja, Lowell muss Gaben des Meeres aus eigenem Willen schließen. Ja. Wir brauchen nur die Vorgaben anheben. Also das ist halt schade, dass es das nicht als Option gibt. Ja. Naja, aber ich bin durchaus, ich kann dir hier sehr gut folgen für Option 1. Wen würdest du vorschlagen da? Das ist, ich tendiere zu ihm. Ich auch. André Brasilach, sie sehe ich hier nicht. Bei ihm war das, er ist verschlossen, überdurchschnittliche körperliche Konstitution, moralische Unnachgiebigkeit. Ja, ist eventuell nicht das, was wir hier brauchen, weil wir moralisch nicht auf festen Füßen stehen. Und bei ihm ist es auch Anthony Palme. Duldet keine Lügen. Also ich bin irgendwie, nach den Sachen ist irgendwie der Herr Brasilach die einzige Möglichkeit für da, hier. Und er ist ein alter Fuchs, was Agententätigkeit angeht. Der wird was finden. Ja. Ja. Und im Chat finde ich auch super von Horsti, die Hygiene findet immer was. Und wenn sie den Geschirrspüler von der Wand ziehen und fragen, wie oft man dahinter sauber macht. Nummer 1 und Herr Brasilach. Jo. Dann schicken wir das mal. Und das war es auf der Karte. Huiuiui. Jetzt würde ich gerne ein bisschen Zeitung lesen. Ja. So, Eiserner Bote Nummer 38, Dienstag, der 20. September. Dienstag, der 20. September? 21. September ist die Zeitung von gestern. Ja. Warum kriegen wir heute erst die Zeitung von gestern? Nein, das ist dieselbe Zeitung wie gestern. Hier, unter der orangenen Sonne geboren, Arbeiterdemonstration fand in Eisen 1 statt und Bezirk Altstadt wurde als Region für vorrangige Entwicklung benannt, haben wir bereits letzte Mal gelesen. Ob das einen Grund hat, dass diese Zeitung immer noch hier liegt? Ich weiß es nicht. Okay. Oh, weniger zu tun. Auch gut. Weniger zu tun. Das war es erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!